Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video. Ganz kurz, bevor das Video startet, ich muss das da kurz reparieren, weil das ist kaputt. Ihr seht selbst, der Kleber hier, der haltet nicht mehr wirklich. Ja, das muss ich jetzt reparieren. Let's go. Fertig. So, jetzt habe ich das kurz repariert und jetzt kann ich euch auch sagen, um was es in diesem Video geht. Und zwar möchte ich heute testen, ob ich selber dumm bin. Also ich mache heute wieder einen Test und ihr dürft mitmachen. Das heißt, wenn jetzt hier die Frage steht, könnt ihr kurz das Video pausieren und in die Kommentare eure Antwort schreiben oder einfach das Video angucken und testen, ob ihr dumm seid oder nicht. Das Ganze ist sozusagen wie ein Idiotentest aufgebaut. Das kennt ihr ja bestimmt. Ich selbst habe mir vorgenommen, bald mit diesem Test aufzuhören, weil ich das langsam auch selbst langweilig finde und ich mir was Neues überlege. Ich habe auch schon was ich auch bald umsetzen werde, müsst aber nur noch ein bisschen Geduld haben. Ich würde jetzt sagen, ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, könnt ihr schon im Voraus ein Like da lassen. Okay, eigentlich sagt man das zum Schluss. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit dem Test und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Also, das ist ein Test auf Teste dich. Ihr wisst, solche Tests sollte man eigentlich nicht ernst nehmen. Die Frage 1, dein Freund wird niedergeschlagen. Was machst du? Ich warte, bis er nicht mehr kann, gehe zu ihm hin und trete ihn. Ich warte, bis er am Boden liegt, gehe zu ihm hin und lache ihn aus. Ich hole einen Lehrer, nichts, sein Pech. Ich stecke mir den Finger in den Po und hüpfe einmal im Kreis. Was? Dein Freund wird niedergeschlagen, was machst du? Ich hole einen Lehrer. Du kaufst ein Haus, was machst du zuerst? Hä? Was ist das für eine scheiß Frage? Ich verkaufe es. Alles klar, ich kaufe mir ein Haus, Leute, und ich verkaufe das Haus wieder. Würdet ihr das auch machen? Warte mal, ich hüpfe noch immer im Kreis. Ich lache so laut, bis mich ein Nachbar beschimpft. Nicht, ich bleibe stehen und warte einmal 5 Tage ab. Ich zeige es meiner Familie, denke ich. Wo bist du am empfindlichsten? Am Arsch, nirgends. Ich habe mich entschlossen, eine dritte Runde zu hüpfen. Das sag ich nicht. Wo bin ich am empfindlichsten? Ich sag jetzt einfach mal auch, dass ich das nicht sage, oder? Ich meine, das wäre behindert. So, hüpfst du noch immer? Nein, nur seit der ersten Frage nicht. Nein! Okay. Wie viel ist 1 plus 1 plus 1 plus... wir brauchen uns das gar nicht durchlesen. Mal 0. Wie viel ist 1 plus 1, was weiß ich wie viel mal? Mal 0. 0! Logischerweise. Ja. Die wievielte Frage ist das? Weiß ich nicht. Die achte. Die zehnte. Die sechste. Wie heißt du? Manfred. Ja, Leute, Niklas Walz ist eigentlich nur so ein Künstlername von mir. Wussten viele nicht. Ich heiße im richtigen Namen eigentlich Manfred. Spaß, Mann. Nichts von diesem Namen. Wie findet ihr diese Frage? Was soll der STHEISS? Welche Frage? Super cool, besser als... was soll der Scheiß? Kennst du das Spiel Call of Duty? Was ist das? Was ist Call of Duty? Was ist Call of Duty? Was ist das? Ja, das ist ein Ego-Shooter. Kreuze an, was du willst. Punkt. Oh Gott. Okay, Auswertung. Bist du dumm? Fast ganz gescheit. Mehr Fun-Tests? Was ist das? Achso, das ist ja ein Fun-Test. Teste dich, Fun-Test, dumm. Achso, das soll also witzig sein, angeblich. Fandet ihr diesen Test witzig? Okay, Leute, ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit diesem komischen Test. Der war echt komisch und war auch echt komisch. Und war echt, echt komisch. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr da beantwortet habt. Aber, es gibt da gar keinen Sinn. Ich meine, es war ein Fun-Test. Also, es war ein Test nicht zum Ernst nehmen. Also, Leute... Nehmt diesen Test nicht ernst. Jetzt mal im Ernst, Leute, es würde mich mega freuen, wenn ihr einfach mal diesem Video einen Like gebt. Das ist nicht schwer, es kostet nichts. Und es würde mich logischerweise freuen, wenn ich dann einfach sehe, ob es euch gefallen hat oder nicht. Jetzt würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, Leute, bald kommt was anderes auf euch zu. Ich habe mir schon was überlegt. Schreibt ihr auch gerne mal in die Kommentare, was ihr euch so als Video wünscht. Ich habe da schon ein paar Pläne, was ich machen will. Aber gerne noch so ein paar Community-Wünsche sind auch immer ein bisschen gut. Und ja, jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bleibt bitte gesund und ja, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.